Ihr habt vielleicht auch einmal Lust bekommen, euer erstes eigenes Hörspielskript zu schreiben. Ihr wisst aber vielleicht nicht ganz genau, wie ihr das machen sollt. In diesem Video gebe ich euch 5 Tipps für den Start, wie ihr euer eigenes Hörspielskript schreiben könnt und nicht die typischen Anfängerfehler macht. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch 5 Tipps geben, wie ihr euer erstes Hörspielskript schreiben könnt. Ich habe häufig festgestellt, wenn ich Skripte lese oder auch Hörspiele höre von Amateuren oder von Leuten, die einfach ein Hörspiel machen wollten, dass immer wieder sich die gleichen Fehler einschleichen oder an den gleichen Stellen eine Hörspielproduktion einfach unterschätzt wird. Deswegen möchte ich euch 5 Tipps geben, womit ihr einfach starten könnt und ich sag mal, euch nicht so viele Fehler passieren und euch der Einstieg in die Hörspielproduktion leichter gemacht wird. Deswegen habe ich auch gleich für euch den ersten Tipp und zwar schreibt nicht einfach drauf los. Ihr solltet bei einem Hörspiel auf jeden Fall, bevor ihr anfangt zu schreiben oder euch bevor ihr anfangt das Hörspielskript zu schreiben, macht euch wirklich Gedanken über die Handlung. Was soll genau passieren? Wer kommt in dem Hörspiel vor? Wen braucht ihr als Charaktere? Schreibt das alles nieder, bringt das einfach in eine Ordnung. Und vor allem, ihr solltet auch einen Schluss vorher definiert haben. Das Problem ist, wenn ihr beim Schreiben die Geschichte entwickelt, verliert ihr so ein bisschen die Kontrolle darüber, wo ihr eigentlich mit dem Hörspiel hin wollt. Also es kann euch einfach passieren, dass sie viel zu lang wird, dass ihr euch verzettelt und dass ihr nicht genau weißt, ach, am Anfang hatte ich so eine schöne Idee, aber irgendwie passt es nicht zum Ende. Deswegen, bevor ihr anfangt zu schreiben, müsst ihr ein Brainstorming machen, alles in Reihe und Glied einmal aufschreiben, euch die Handlung müsst euch einmal bewusst werden und dann fangt ihr erst an mit dem Hörspiel. Kommen wir zum Tipp Nummer 2. Ihr solltet für euer erstes Skript nicht gleich einen epischen Mehrteiler planen. Ich weiß, viele von euch haben gute Ideen und wollen alles sofort in das erste Hörspiel stecken, aber ich empfehle euch, macht einen sogenannten Shorty. Ein Shorty ist in der Hörspielszene eigentlich eine ganz klassische Kurzgeschichte, 10 bis 20 Minuten. Das hat den Vorteil, ihr habt eine übersichtliche Produktion, ihr müsst vielleicht weniger Sprecher beauftragen und der Hörspielhörer wird es euch danken, weil ich habe festgestellt, dass viele Hörspielfans eher von Amateuren kurze Hörspiele bevorzugen, anstatt diese epischen langen Dinger von 1 bis 2 Stunden. Das hat vermutlich damit zu tun, dass viele Amateurhörspiele noch nicht die Qualität erreicht haben von den Profis. Ihr habt eben Laiensprecher, es sind Sprecher aus eurem Freundeskreis und die können das natürlich noch nicht so gut. Aber das sollte euch nicht davon abhalten, einfach mal ein Hörspiel zu produzieren. Tipp Nummer 3. Eure Charaktere brauchen Tiefgang. Das bedeutet, wenn ihr Dialoge schreibt, sollte vielleicht jeder Sprecher seine eigene Identität haben, eine eigene Persönlichkeit haben. Vielleicht sollte er eine eigene Sprache haben. Wenn man zum Beispiel bei Maximilian Stark habe ich es so gemacht, dass Maximilian am Ende des Satzes häufig etwas sagt wie "schätze ich". So, das sind Kleinigkeiten, die aber dem Charakter so ein bisschen Persönlichkeit und auch eine eigene Identität geben. Wichtig ist auch, was motiviert den Sprecher, dass er die Dinge so macht, wie er sie macht. Also die Motivation ist relativ wichtig. Das müsst ihr in euren Dialogen auf jeden Fall mit einarbeiten. Sorgt also dafür, dass die Sprecher nicht alle gleich klingen, sondern dass jeder im Prinzip seinen eigenen Charakter hat. Das ist für ein Hörspiel relativ wichtig, weil es euch Abwechslung bietet. Kommen wir zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 4. Das sind 10 Beschreibungen und Regieanweisungen. Das solltet ihr nicht unterschätzen, weil schließlich schreibt ihr die Geschichte nicht nur für euch, sondern auch für den Cutter, der später das ganze Hörspiel umsetzen sollt. Wenn ihr es selber macht, wisst ihr natürlich, was gemeint ist. Wenn ihr aber jemand anderen habt, der für euch das Hörspiel vertont und schneidet und die Dialogregie übernimmt, sollte in dem Skript auf jeden Fall klar definiert sein, was soll in der Szene passieren. Und die Sprecher müssen genau wissen, wie sollen sie etwas sprechen. Deswegen unterschätzt bitte nicht die Szenenbeschreibung und die Regieanweisung. Eine Szenenbeschreibung sollte auch immer hörbar sein. Das heißt, wenn ihr sagt, der Mond geht auf, ist es für ein Hörspiel nicht so relevant, sondern es ist wichtiger, wenn ihr so etwas schreibt wie wer ist in der Szene, was machen sie in der Szene, dass man eine Orientierung hat, was soll in der Szene passieren, kommt jemand neu dazu. Und vor allem die Anweisung generell, also für die Szenenbeschreibung und für die Regieanweisung, sollte so einfach wie möglich, aber so detailliert wie möglich sein.
Also eine Beschreibung wie, das habe ich zum Beispiel bei Mortuum Quius ab und an auch noch falsch gemacht, wo mich die Sprecher darauf angesprochen haben. Da steht, ich soll mich hinter eine Mauer hocken. Da fragt man sich natürlich, wie macht man es hörbar? Deswegen sollten eure Anweisungen auch immer dazu dienen, dass es hörbar gemacht werden kann. Das heißt also, wenn jemand reinkommt, müsst ihr bei der Szenenbeschreibung einfach reinschreiben, es sind Schritte zu hören, sind sie auf Kies, auf Schnee, auf Holz. Das sind alles solche Details, die der Cutter auf jeden Fall braucht, um die Szene gut vertonen zu können. Und bei der Regieanweisung, ich denke mal, das erklärt sich fast von selbst, müsst ihr dem Charakter einfach oder dem Sprecher vermitteln können, wie soll er das sprechen? Soll er aggressiv sein? Soll er traurig sein? Oder wenn er verletzt ist, müsst ihr darauf achten, dass er also ein bisschen nicht schreit, sondern dass er vielleicht erschöpft klingt. Solche Dinge müsst ihr auf jeden Fall mit in die Regieanweisung passen, mit in die Regieanweisung packen. Deswegen lautet mein vierter Tipp: Gebt euch Mühe bei der Szenenbeschreibung und auch bei der Regieanweisung. Kommen wir dann zu Tipp Nummer 5. Und zwar geht es hierbei um die Form des Hörspielskriptes. Also eigentlich ist die Form frei. Ihr könnt natürlich euer Skript schreiben, wie ihr wollt. Aber es gibt so ein paar Dinge, die machen es im Prinzip für die Sprecher leichter, für den Cutter leichter und auch für euch beim Schreiben. Deswegen gibt es eine sogenannte Normseite. Die Normseite verlinke ich hier unten auch nochmal, dass ihr euch die runterladen könnt. Das ist also eine Word-Datei. Da sind Makros drin enthalten, wie ich zum Beispiel das Schriftbild gemacht habe, wenn der Sprecher etwas sagt, wenn es eine Regieanweisung gibt, Szenenbeschreibung und natürlich die Kapiteleinteilung. Was für mich wichtig ist, dass ihr die Takes zum Beispiel nummeriert. Ich habe folgendes System. Zähle die Takes einfach durch und schreibe davor immer die Kapitelnummer. Zum Beispiel wäre Kapitel 1 natürlich 01-001. Das wäre der erste Take. Der nächste Take, also die nächste Sprecherline, die der Sprecher sprechen soll, wäre dann 01-002. Und so nummeriert ihr im Prinzip das ganze Hörspiel durch. Das hat den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel später einen sogenannten Retake braucht. Das heißt, ihr habt euch das angehört und dacht, nee, der war doch nicht so gut, ich brauche nochmal eine andere Version. Dann könnt ihr einfach sagen, ich brauche von dir nochmal aus Kapitel 3 Take 003052. Dann weiß der Sprecher sofort, ach, das ist genau dieser Take, den spricht er nochmal ein und schickt den euch zu. Noch einmal zur Hörspiel-Normseite. Die Normseite ist so aufgebaut, dass auf jeder Seite 30 Zeilen und 60 Zeichen pro Zeile sind. Das macht man deshalb, damit man so grob den Überblick hat, wie lang ein Hörspiel wird. Das heißt, wenn ihr ein Skript habt, was ungefähr 30 Seiten hat, dann könnt ihr schätzen, es sind ungefähr auch eine halbe Stunde Hörspiel. Ein paar Minuten mehr oder ein paar Minuten weniger sind es schon, also so ganz passt es nicht, aber es soll euch ja auch nur einen kleinen Anhaltspunkt geben. Es hängt natürlich auch davon ab, wie hoch ist der Sprecheranteil, also wie viel Dialog habt ihr auf einer Seite und wie viel Szenenbeschreibung und Regieanweisung habt ihr. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil man wirklich so eine ganz kleine Orientierung habt. Gerade wenn ihr euer erstes Hörspielskript schreibt und ihr wollt einen Shorty machen, dann würde ich euch empfehlen, versucht mal 25 Seiten voll zu bekommen und nicht darüber hinaus. Und dann guckt ihr einfach mal, ob es irgendwie für euch passt. Zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Bonustipp geben. Und zwar, wenn ihr euer Hörspielskript fertig geschrieben habt und es geht an die Produktion, kann ich euch nur empfehlen, verteilt auf jeden Fall die Verantwortung. Das bedeutet, einer muss sozusagen der Regisseur sein, der hat das Sagen, der sagt, wo es lang geht und der entscheidet auch, wenn man sich nicht ganz einig ist, was genau soll der sagen, wie er es sagen soll. Der Regisseur bestimmt letztendlich das, was ins Hörspiel kommt. Das hört sich jetzt am Anfang so ein bisschen ein bisschen streng an. Aber aus meiner Erfahrung, gerade bei den Hobbyprojekten, ist es so, dass am Anfang alle begeistert sind und alle stecken unheimlich viel Energie in ein Hörspiel oder in ein Projekt. Und das zerschlägt sich am Ende, weil keiner genau weiß, ja, machst du das jetzt oder soll ich das machen? Und dann, nee, ich möchte das aber anders. Der andere sagt, ich fände es aber besser, wenn es so ist. Deswegen kann ich euch nur die Empfehlung geben, klärt die Verantwortung und bestimmt einen, der dieses ganze Projekt steuert, der den anderen Leuten auch mal auf die Füße tritt und sagt, hör mal, wir müssen mal wirklich die Aufnahmen fertig machen, sonst
ist dieses Projekt einfach zum Scheitern verurteilt. Das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen, die ich jetzt über die letzten 2,5 Jahre gesammelt habe. Ich hoffe, ich konnte mit diesen 5 Hörspieltipps euch ein bisschen den Einstieg in die Hörspielproduktion erleichtern. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich gerne eure Fragen unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen wie immer sehr gerne. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn es von mir etwas Neues gibt. Geplant sind noch einige Tutorials, gerade für die Einsteiger. Wenn ihr eigene Hörspielproduktionen macht, möchte ich euch dann noch ein bisschen Starthilfe geben, indem ich euch Tutorials anbiete über die Produktion, wie mache ich einen Dialogschnitt. Also es wäre sinnvoll, wenn ihr mich abonniert, dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr dabei wart, und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dann!